Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Himmelsvorschau für Astrofotografen und zwar für den Monat März im Jahre 2024. Und mit dieser Himmelsvorschau für den Monat März, ja, da sind es tatsächlich jetzt mittlerweile 3 Jahre, wo ich hier diese Himmelsvorschauen für euch mache. Und das heißt, mit der nächsten Folge im April gehen wir tatsächlich in den 4. Zyklus rein. Deswegen ändert sich dann auch die Bezeichnung und dann heißt das Ganze Himmelsvorschau 4.0. Ganz ehrlich, eigentlich von Anfang an überlege ich immer wieder nach jedem Monat, was könnte ich an dieser Himmelsvorschau anders machen, natürlich im Idealfall auch besser machen. Und so richtig viel fällt mir dazu nicht ein. Ich wüsste also jetzt nicht, was ich ab dem nächsten Monat anders machen sollte. Hin und wieder überlege ich mal, ob ich andere Bilder nehme oder ja, wie ich das mit den Laserbildern noch effektiver handhaben könnte. Aber so richtig was einfallen will mir nicht. Es ist ja auch so, dass sich natürlich der Sternenhimmel recht wenig verändert und die Deep Sky Objekte, zum Beispiel die Klassiker, die bleiben ja immer gleich. Deswegen wiederholen sich viele Dinge natürlich auch von Jahr zu Jahr. Mein Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Was würdet ihr euch wünschen oder sagt ihr auch, Mensch, das ist gut, das macht jeden Monat Spaß. Ich freue mich auf die Himmelsvorschau. Egal was es ist, ob Kritik, Anregung oder einfach nur Lob, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ja, auch wie immer zu Anfang der Hinweis mit den Laserbildern, das klappt eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Also ihr schickt mir eure Laserbilder bitte per E-Mail und zwar immer nur ein Bild, nicht zwei, nicht drei, nicht mehr. Und diese Bilder, die sollten direkt Bezug haben zu der Himmelsvorschau aus dem vorangegangenen Monat oder den, sage ich mal, 2 vorangegangenen Monaten. Ihr solltet nicht Bilder von letztem Jahr schicken, die, wo ihr glaubt, dass die in der nächsten Monatsvorschau drankommen. Oder wenn ich jetzt hier ein Objekt vorstelle und ihr habt noch irgendwo auf der Festplatte oder auf eurer Homepage ein Bild rumliegen, dann braucht ihr mir das nicht zu schicken. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, Sinn der Sache ist, dass ihr hier in diesen Videos ein Objekt seht und sagt, oh, wow, toll, das gefällt mir, das möchte ich mal fotografieren. Das wird mein nächstes Objekt in einer der nächsten Nächte. Und wenn ihr es dann fotografiert habt, dann könnt ihr es mir zuschicken. Die Laserbilder, das hat sich so angebürgert. Am Anfang war es anders, aber jetzt ist es so, dass ich die immer am Ende zeige. Also, die Laserbilder des Monats März, sage ich mal, oder Februar besser gesagt, die kommen am Ende dieses Videos. Jetzt aber steigen wir ein in die Himmelsvorschau und ich habe hier Stellarium schon geöffnet und wir sehen den Himmel in Richtung, mit Blickrichtung Süden und zwar am 10. März 2024, denn am 10. März 2024 ist der Neumond und daran halten wir uns und wir gucken immer in Richtung Süden. Denn im Süden, ja, da durchlaufen die Sternbilder den sogenannten Meridian und das bedeutet irgendwie um zur Mitte der Nacht hier am Neumond, da haben wir die Chance, irgendwie ein Objekt, was hier im Süden jetzt steht, möglichst lange zu beobachten und eben auch zu fotografieren. Deswegen wähle ich immer einen sehr schmalen Korridor aus, ja, hier in Blickrichtung Süden und konzentriere mich auf die Objekte, die wir da um Mitternacht sehen können, in der Nacht des Neumondes. Ich blende mal die Sternbildlinien ein, da sehen wir dann die Sternbilder und einige von euch kennen die vielleicht, ansonsten blende ich hier auch mal die Namen ein. Wir sehen das Sternbild Schlange, das ist ein sehr unscheinbares Sternbild hier ganz im Süden. Da gehe ich nicht weiter drauf ein, weil diese Objekte in der Hydra, die stehen relativ tief und das ist nicht optimal für uns Astrofotografen. Und dann kommt das Sternbild Sextant hier. Ab da legen wir dann mal los. Und alles dominierend im März ist das Sternbild Löwe. Das ist ein ziemlich eindeutiges Sternbild. Ein sehr schönes Sternbild. Der große Löwe, der hier da so liegt auf seinen Pfoten. Und dann darüber haben wir den kleinen Löwen. Und jetzt eben auch hoch oben im Zenit haben wir zumindest den vorderen Kasten des großen Wagen oder großen Bären, wie man auch immer dieses Sternbild bezeichnen möchte. Und um diesen Bereich zwischen Sextans und Ursa Major, da geht es in dieser Himmelsvorschau. Musik.
Das erste Objekt hier, das befindet sich hier im Sternbild Sextant, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht doch im Löwen ist. Es ist ja manchmal so, dass die Sternbildbezeichnungen irgendwie so komische Grenzen haben. Aber auf der Höhe auf jeden Fall des Sternbild Sextant, dort befindet sich NGC 3521, hier in Stellarium auch Bubble, also Blasengalaxie, genannt. Und das ist eine sehr schöne Galaxie, die hat ein ganz charakteristisches Aussehen. Ich zeige euch hier gleich mal eine Aufnahme, das ist von Robert Eder. Und da sieht man ja die schöne Form dieser Galaxie. Und diese Galaxie, ja, die ist so ein bisschen, die hat so ein bisschen so den Anschein, als wäre sie immer so ein bisschen unscharf. Das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig bei dieser Galaxie. Aber da gibt es so Halos um die Galaxie drumherum. Und die sorgen ja für diesen etwas unscharfen Eindruck. Aber das sieht auch sehr spannend aus, weil diese Galaxie ja so ein bisschen an einen Fisch eigentlich erinnert. Also Bubble-Galaxie heißt die ja in Stellarium, aber ich würde sie eher Fisch-Galaxie oder U-Boot-Galaxie nennen. Mich erinnert das eher an das Yellow Submarine von den Beatles. Die Galaxie ist relativ groß, relativ hell. Ihr könnt schon mit relativ moderaten Teleskopen diese Galaxie fotografieren. Also ich sage mal, mit einem 8 Zoll Newton-Teleskop seid ihr schon gut dabei. Natürlich, je größer das Teleskop, desto besser. Und auch ein kleiner oder mittelgroßer APO würde hier schon ja ein beeindruckendes Bild liefern in jedem Fall. Natürlich, bei Galaxien ist es immer so, dass wir es hier mit einem sogenannten Kontinuumstrahler zu tun haben. Galaxien bestehen überwiegend aus Sternen. Das heißt, irgendwelche Filter machen hier tendenziell mal keinen Sinn. Ich würde euch also erstmal keine Filter empfehlen. Ich habe aber gerade letzte Woche ein Video zum Thema H-Alpha-Filter gemacht. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut doch mal in dieses Video rein. Da erkläre ich das auch nochmal ein bisschen genauer. Ansonsten Belichtungszeiten. Ja, mittlerweile macht eigentlich niemand mehr Belichtungen unter 2 Stunden, sage ich mal. Und 2 Stunden Belichtungszeit, würde ich auch sagen, sind hier das Minimum für diese Galaxie. Mehr ist immer besser. Das ist beinahe überflüssig zu erwähnen. Insofern, gerade um diese äußeren Halo-Strukturen sichtbar zu machen, empfehle ich euch eher längere Belichtungszeiten im Bereich von, sagen wir mal, 10 Stunden. Das kann man natürlich dann nur erreichen, wenn man die Galaxie über mehrere Nächte fotografiert, idealerweise 2-3 Nächte hintereinander. Für das nächste Objekt oder besser gesagt für die nächsten Objekte brauche ich eigentlich die Suchfunktion in Stellarium gar nicht. Wir haben hier das wunderschöne Sternbild Löwe und hier, ja, das sind das die Hinterfüße des Löwen. Irgendwie glaube ich schon, dass das hier die Hinterfüße sein sollen. Und unter diesem Stern Chartan heißt er, oder auch hier die Nebula, das ist glaube ich Beta Leo, also der zweithellste. Und hier gibt es so ein Dreieck, wenn man so will. Und dort in einem Winkel befindet sich das sogenannte Leo-Trio, also ein Galaxientrio, ziemlich auffälliges Galaxientrio. Und mit verschiedenen Galaxientypen, wenn euch das näher interessiert, welche Galaxien das sind, was die für eine Morphologie haben, was es damit auf sich hat. Im vergangenen Jahr war das Leo-Trio in der März-Ausgabe der Himmelsvorschau das Objekt des Monats und da könnt ihr euch das nochmal anschauen und nähere Informationen dazu bekommen. Zum einen haben wir hier, ich klicke mal drauf, die Hamburger-Galaxie, das ist NGC 3628, die sehen wir also so von der Seite betrachtet, die hat einen schönen Gezeitenschweif. Dann haben wir hier M66, das ist diese Galaxie und hier haben wir dann M65. Und ich glaube, es gibt hier noch in der Nähe auch noch irgendwo weitere Galaxien, finde ich gerade nicht, aber da war irgendwo noch eine. Also wenn ihr jetzt mit einem relativ kleinen Teleskop mit einem großen Gesichtsfeld fotografiert, dann bekommt ihr da auch noch mehr Galaxien drauf, aber das Leo Trio an sich ist ein schönes Objekt für mittelgroße Teleskope, zum Beispiel ein 8 Zoll Newton oder auch für kleine APOs oder ich würde eher sagen mittelgroße APOs, denn so, ich sag mal, ein APO mit 100 mm Öffnung, das ist doch schon ein ziemliches Teleskop. Aber ich sage jetzt mal, ein APO mit 80 mm Öffnung, da könnt ihr auch schon tolle Aufnahmen machen. Dann lohnt es sich gegebenenfalls auch länger zu belichten, damit ihr diesen sogenannten Gezeitenschweif bei der Hamburger Galaxie noch mit drauf bekommt.
dass dieser Gezeitenschweif bei der Hamburger Galaxie, das war früher immer, ja, eine Sensation, wenn man den fotografiert hat. Ich sag mal, vor 10, 15 Jahren noch war das ein absolutes Kriterium für eine ausgezeichnete Aufnahme. Heute ist das ja sogar auch schon bei Anfängern irgendwie gar nicht so unüblich, dass sie diesen Gezeitenschweif schon mitfotografieren. Daran erkennt man immer, wie weit die Astrofotografie gekommen ist in den letzten Jahren durch bessere Kameras, bessere Technik, aber auch, ich sag mal, bessere Ausbildung der Astrofotografen und auch der Astrofotografie-Anfänger. Habe ich schon gesagt, dass man Galaxien ohne Filter belichten sollte? Ja, und hier auch bei diesen Galaxien, also außer hier bei M66 vielleicht, wo man die Chance hätte, ein bisschen H-Alpha sichtbar zu machen, da macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, hier mit irgendwelchen Filtern ranzugehen. Ich würde euch da eher empfehlen, ohne Filter zu fotografieren. Hier zwischen Regulus und dem Sternbild Sextans, dort befinden sich zwei Galaxien genau genommen. Und das ist das Galaxienpaar 31 NGC 3166 und NGC 3169. Das ist ein sehr spannendes Galaxienpaar, weil die ja Anzeichen zeigen von Interaktion. Wir sehen das hier auf der Aufnahme schön. Dort gibt es diese sogenannten Tidal Streams oder Tidal Streams, weiß ich gerade gar nicht, wie man das genau ausspricht, Tidal Streams, glaube ich. Also das sind Sternströme, die entstanden sind, weil diese beiden Galaxien ja entweder ja wechselwirken, also aufgrund ihrer Gravitation, oder wahrscheinlich eher, weil sie sich sogar mal begegnet sind und sich ja ein bisschen umkreist haben und durchstoßen haben, gegenseitig einen regelrechten kleinen Tanz aufgeführt haben, aufgrund eben ihrer enormen Massen. Und dabei entstehen meistens dann diese Tidal Streams oder Tidal Streams. Die sind jetzt nicht wahnsinnig groß, diese beiden Galaxien. Also hier, wenn ihr hier Details auflösen möchtet, dann braucht ihr schon eher größere Teleskope. Ein 10 Zoll Newton zum Beispiel ist da mal eher angebracht. Oder ein APO zum Beispiel mit 120 oder sogar 150 mm Öffnung. Das sind schon ordentliche Teleskope. Ja, für weit fortgeschrittene Amateur-Astrofotografen. Aber natürlich könnt ihr es auch immer mit kleineren Teleskopen versuchen, dann müsst ihr wahrscheinlich eher auf Details verzichten. Was dann immer hilfreich ist, ist, ich sag mal, in die Tiefe zu gehen, also über lange Belichtungszeiten das Bild interessant zu machen, dann vielleicht diese flächigen Strukturen der Sternströme besser rauszubringen, eventuell aber auch viele Hintergrundgalaxien zu fotografieren. Also könnt ihr so als Faustregel nehmen, wenn ihr ein kleines Teleskop habt, könnt ihr das gut kompensieren, indem ihr einfach noch länger belichtet, als ich es eh schon immer hier rate. Ansonsten auch hier, vergesst einfach die Filter und Belichtungszeiten eher mal so im oberen Bereich ansetzen. Also mal so in die Richtung 6, 7, 8, 9, 10 Stunden in der Richtung eher denken als andersherum. Auch absolute Klassiker, die man auch leicht zum Beispiel visuell beobachten kann, und deswegen irgendwie ja, braucht man auch beinahe gar keine Aufsuchhilfe oder eine Suchfunktion hier in der Software. Das sind die Galaxien M95 und M96, die sich hier quasi auf halbem Weg zwischen Chartern und Regulus etwas unterhalb der Linie oder der gedachten Linie dieser beiden Sterne befindet. Das ist ein schönes Galaxienpärchen, und ich zeige euch hier gleich auch mal eine Aufnahme, wo diese beiden Galaxien schön ja ins Bildfeld passen. Und ihr seht schon hier, oder ihr habt es gerade gesehen in Stellarium, dass hier auch noch eine weitere Galaxiengruppe zu sehen ist, etwas nördlich, M105 ist das. Und das heißt, hier könnt ihr auch sehr schön mit relativ kleinen Teleskopen, mit denen man eigentlich eher Übersichtsaufnahmen macht, ein schönes Galaxienfeld fotografieren. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich eine solche Aufnahme gezeigt, wo man dann irgendwie sehr, sehr viele Galaxien im Hintergrund sehen kann. Und wenn ihr hier zum Beispiel wirklich ja, ein gutes, sehr hochwertiges Teleskop benutzt mit relativ kleiner Optik, aber relativ kleine Pixel verwendet, dann könnt ihr da auch schon relativ gute Details unter Umständen zeigen. Andererseits könnt ihr mit einem Wide-Field-Teleskop gut immer in die Tiefe gehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe.
zu dem Thema. Schaut euch vielleicht das vorletzte Video an. Ja, die Videos haben meistens so ein bisschen immer Bezug. Ja, deswegen gibt es zu dieser Himmelsvorschau passend irgendwie zwei aktuelle Videos. Also das Thema Auflösung wird in einem Video, ich glaube vor 2 Wochen habe ich es veröffentlicht, besprochen, und guckt euch das nochmal an. Ansonsten habe ich eigentlich schon gesagt, dass man bei Galaxien keine Filter verwenden sollte. Also mondlose Nächte, dunkler Landhimmel, lange Belichtungszeiten, das ist für die Astrofotografie immer von Vorteil. Wir gehen ein bisschen weiter in Richtung Norden. Wir haben uns gerade unterhalb des Löwen oder im unteren Bereich des Löwen aufgehalten. Wir gehen jetzt ein bisschen Richtung Norden, schon in Richtung kleiner Löwe, und dort befindet sich die Galaxie NGC 3344, und hier wird die Sliced Onion Galaxy genannt in Stellarium. Warum auch immer, sieht sie aus wie eine geschnittene Zwiebel. Im Moment fehlt mir da die Fantasie. Die Aufnahme, die ich euch hier zeige, ist eine Aufnahme von Jens Zippel. Ich glaube, die habe ich euch auch in den vergangenen Jahren schon häufiger mal gezeigt. Ich hätte euch auch gerne eine Aufnahme von Markus Blaunsteiner gezeigt, der diese Galaxie fotografiert hat, zusammen, glaube ich, noch mit Günther Kerschuber. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Und diese Aufnahme wurde Bestandteil einer Arbeit, einer wissenschaftlichen Arbeit. Ihr findet also auch eine wissenschaftliche Arbeit zu NGC 3344 und eben diese Aufnahme von Markus Blaunsteiner und ich glaube Günther Kerschuber. Das Besondere an dieser Arbeit ist, dass die eine sehr, sehr, sehr tiefe Aufnahme gemacht haben dieser Galaxie und dabei eben auch noch einen Sternstrom entdeckt haben. Gut, ihr müsst nicht so wahnsinnig tiefe Aufnahmen von Galaxien machen. Ja, die Belichtungszeiten bei Galaxien, die würde ich immer einigermaßen moderat halten. Ja, dann kann man auf jeden Fall den Hauptgalaxienkörper schon schön darstellen. Wenn man länger belichtet, ist es immer gut, weil man dann sehr viele Hintergrunddinge noch schön mit reinbekommt. Kleine Hintergrundgalaxien oder was auch immer da rumschwirrt. Quasare zum Beispiel, Kugelsternhaufen und. Insofern gibt es nach oben keine Grenze. Ich sage immer, der Himmel ist das Limit, the sky is the limit. Hier könnte man jetzt überlegen, ob man hier H-Alpha-Aufnahmen noch macht. Das könnte unter Umständen bei dieser Galaxie gewinnbringend sein, aber da muss man sich auch überlegen, wie gewinnbringend ist das. Man bekommt dann aufgrund der Größe so ein paar rote Knötchen noch mit rein. Wenn man nun also gar nicht weiß, was man machen soll, wenn der Mond scheint und es ist klarer Himmel, dann kann man es hier mal mit H-Alpha versuchen. Ansonsten verweise ich wieder auf meine Videos zum Thema sowohl Auflösung als auch H-Alpha einmischen in Galaxien. Bei dieser Galaxie, die ist nicht so wahnsinnig groß, und wenn ihr da Details auflösen möchtet, würde ich schon eher mit größerem Gerät rangehen, sprich sowas wie ein 10 Zoll Newton oder entsprechend ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop mit entsprechender Öffnung oder eben ein APO, ich sag mal so ab 4 Zoll APO aufwärts. So, wenn wir noch weiter in den Norden gehen, dann, das habe ich vorhin schon gesagt, gibt es hoch oben im Zenit das Sternbild Großer Wagen oder Großer Bär, und dort befinden sich selbstverständlich Klassiker, und hier muss ich schon ins Stellarium ein bisschen kippen. Wir sind also schon über den Zenit hinaus, betrachten das Ganze schon aus Richtung Süden, und ja, ihr seht hier schon die Surfboard Galaxy M108 und daneben dieser bekannte planetarische Nebel, das ist M97, und ja, das habe ich glaube ich jedes Jahr in der Himmelsvorschau, weil das einfach ein tolles Pärchen ist. Ihr könnt diese beiden Objekte separat fotografieren oder ihr könnt sie in einer Aufnahme reinpacken. Das hängt also enorm davon ab, was ihr für ein Teleskopkamera, welche Teleskopkamera-Kombination ihr habt. Also ob ihr eher die Wide-Field-Typen seid oder ob ihr wirklich mit schwerem Gerät rangeht. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Beide Objekte sind so unterschiedlich, dass sie ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Also eine Galaxie, das ist was, hier bei M108 könnte man jetzt mit H-Alpha auch hantieren. Aber ansonsten braucht man hier eher eine dunkle Nacht, keine Filter und vielleicht Medium-Belichtungszeiten, 5-6 Stunden, sowas in der Richtung.
Bei M97 sieht es aber ganz anders aus. Das ist ein planetarischer Nebel, der extrem gut auf Schmalbandfilter anspricht. Und zwar hauptsächlich eigentlich auf den O3-Filter und aber auch auf H-Alpha. Und für Leute mit Farbkameras sind hier die Dual-Narrowband-Filter geradezu ja, prädestiniert, um so ein Objekt zu fotografieren. Also hier lohnt es sich erstmal in einer Art Projekt zu denken und zum einen sich mal auf die Galaxie zu konzentrieren, dann auf den planetarischen Nebel eben mit Filter und diese Aufnahmen dann später zu vereinen. Wenn ihr die Objekte eh getrennt fotografiert, dann müsst ihr nicht beides machen, selbstverständlich. Dann könnt ihr euch auf die ein oder andere Sache eben konzentrieren. Ja, das müsst ihr jetzt überlegen. Aber einfach, weil diese beiden Objekte so nah beieinander stehen und beide auch relativ hell und relativ groß sind, ist das einfach ein unglaublich hübsches Pärchen. Diese Aufnahme, die ich euch hier zeige, die zeigt auch schön etwas, was ich vorhin zu Anfang schon mal gesagt habe. Wenn man nämlich eine Galaxie wirklich in der Tiefe belichtet, dann sieht man sehr schnell am Himmelshintergrund, also an den vielen kleinen Hintergrundgalaxien, erkennt man diese Tiefe. Das gibt einem Bild eine ganz besondere Qualität, die ich selber erst mit etwas Erfahrung zu schätzen gelernt habe. Also wenn ich hier von einer tiefen Aufnahme spreche, ja, für Anfänger ist das vielleicht nicht immer so nachzuvollziehen. Man lernt das mit der Zeit. Man lernt auch mit der Zeit dann zu erkennen, was sind da eigentlich Sterne und was sind Hintergrundgalaxien. Das hat mir am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, weil diese Hintergrundgalaxien eben auch nur kleine Pünktchen sind. Aber mit der Zeit erkennt man dann, ob es sich wirklich um ein stellares Objekt, also um einen Stern handelt oder doch ein kleines, winziges, flächiges Objekt wie eine Hintergrundgalaxie. Man erkennt das auch häufig an der Farbe, weil Hintergrundgalaxien so weit weg sind, dass sie rot verschoben sind und dann oft eine rötlichere Farbe haben. Aber diese Aufnahme hier, ja, hat mich insofern beeindruckt, weil sie eben eine schöne Tiefe zeigt. Kommen wir zum letzten Klassiker und das muss eigentlich auch in jeder Himmelsvorschau ja im März dabei sein. Das ist die Galaxie NGC 3718 und zwar, weil die so außergewöhnlich aussieht und einfach aufgrund ihres Aussehens auch einfach außergewöhnlich schön ist. Ja, diese Galaxie ist total beeindruckend verformt, hat also nicht so eine typische Struktur und hebt sich einfach wie keine andere Galaxie von den anderen Galaxien ab. Es ist auch wahnsinnig viel los in der Umgebung dieser Galaxie. Hier lohnen sich also auch wirklich tiefe Aufnahmen. Eher mal wieder ohne Filter in dunklen Neumondnächten. Wobei diese Aufnahme, die ich euch hier zeige, das möchte ich auch mal an dieser Stelle betonen, die ja, wurde eigentlich unter ganz anderen Bedingungen gemacht, denn sie wurde in einem Bereich aufgenommen, in dem sehr viel Lichtverschmutzung herrscht, aber die Belichtungszeit eben ist ziemlich hoch. Die Aufnahme zeigt dann doch, dass man auch unter lichtverschmutztem Himmel ja dann irgendwie gute Aufnahmen machen kann, wenn man erstens die Belichtungszeit dementsprechend hochwählt. Man muss also dann deutlich länger belichten als unter besserem Himmel, zum Beispiel unter Landhimmel. Natürlich muss man in der Bildbearbeitung auch einiges drauf haben. Und zum Beispiel Gradientenentfernung ist dann ein ganz großes Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Gregspert am Werk war, um Gradienten zu entfernen. Also ist eine sehr gelungene Aufnahme, wie ich finde, die mal nicht unbedingt unter den dunkelsten Himmel ever aufgenommen wurde, sondern in relativ lichtverschmutzter Gegend auf dem Balkon irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber doch, ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall eine ziemlich lichtverschmutzte Gegend war. Damit kommen wir zum Objekt des Monats. Und das Objekt des Monats, das liegt im Löwen. Und zwar, wir zoomen mal rein, und zwar genau neben dem hellsten Stern, also Alpha Leo. Das ist Regulus und hier sieht man es schon in Stellarium. Dort befindet sich eine Zwerggalaxie und das ist Leo 1 und das ist das Objekt des Monats. Ja, weil diese
Galaxie Leo 1, diese Zwerggalaxie, auch eben so dicht am Regulus dran steht. Ja, es ist eine große oder stellt eine große Herausforderung für jeden Astrofotografen dar. Aber dazu werde ich gleich noch ein paar Tipps am Ende dieses kleinen Vortrags geben. Schaut man sich Leo 1 an, erkennt man gleich zwei Eigenschaften. Die eine: die Galaxie weist keine typischen Merkmale einer Galaxie auf, wie etwa Spiralarme. Stattdessen ähnelt Leo 1 eigentlich eher einem in die Länge gezogenen Kugelsternhaufen. Und das ist Punkt 2. Diese Form nennt man spheroidal. Das bringt uns gleich zur Einteilung der Zwerggalaxien. Es gibt nämlich elliptische Zwerggalaxien. Wenn ich euch jetzt zwei elliptische Zwerge nenne, sagt ihr bestimmt gleich: ah, die kenne ich doch. Da haben wir nämlich M110 und M32. Das sind diese beiden, ich sag mal, sehr, sehr gut sichtbaren Begleiter der Andromeda-Galaxie. Das sind eben elliptische Zwerggalaxien. Dann kommen die Spheroidalen, das ist ein schweres Wort. Dazu zählen eben Leo 1, aber auch zum Beispiel die Galaxie NGC 147. So wirklich bekannte Vertreter außer Leo 1 gibt es da jetzt nicht. Dieser komplizierte Begriff, der so schwer auszusprechen ist, spheroidal, lässt sich übrigens mit linsenförmig übersetzen. Linsenförmige Galaxien kennt ihr vielleicht eher, aber dann sind es eben keine Zwerggalaxien. Dann gibt es irreguläre Zwerge, also solche, die keine wirklich eindeutige Form aufweisen, eher so unförmige Etwasse sind. Berühmteste Vertreter dieser Art sind die große und die kleine Magellanische Wolke. Hollenberg 9 kennt man noch, das ist der blaue Blob, sage ich mal, neben M81. Und ganz, ganz selten anzufinden sind dann noch die Zwergspiralgalaxien. Aber Spiral und Zwerg, das geht nicht häufig zusammen. Deswegen sind sie auch eher selten. Wie der Name Zwerggalaxien vermuten lässt, haben diese noch eine bzw. zwei charakteristische Eigenschaften. Zum einen, sie sind klein, daher Zwerg, und meistens nicht besonders leuchtkräftig. Sehen wir mal von den Magellanischen Wolken ab, aber die stehen uns einfach auch super nah. Diese leuchten, oder die erkennen wir am Südhimmel zumindest dann sehr super deutlich. Die sind riesengroß und so hell wie die Milchstraße, also kann man nicht übersehen, aber das liegt eben daran, dass sie uns so nah sind. Diese Eigenschaft, dass sie lichtschwach und klein sind, das macht es eben auch so schwer, solche Zwerggalaxien zu beobachten bzw. zu fotografieren. Und solche Galaxien wie Leo 1 oder die noch schwächere Leo 2, die hätte ich vor 10 Jahren noch in die Kategorie Exoten nehmen müssen. Leo 1 war nämlich zunächst hier in meinem Manuskript für diese Sendung als Klassiker gelistet, aber schließlich wurde sie dann zum Objekt des Monats. Also, unsere Kameras werden immer besser, die Techniken und die Ansprüche der Amateur-Astrofotografen immer krasser, mehrstündige, auch zweistellige Belichtungszeiten, 10, 20, 30 Stunden, sind überhaupt gar keine Seltenheit mehr, etc. etc. Und das hilft natürlich enorm bei der Belichtung solcher schwachen Galaxien. Und darum ist die tiefe Fotografie eben auch ein Feld, wo Amateure noch echte wissenschaftliche Beiträge liefern können. Denn während das Auffinden von Zwerggalaxien in unserer eigenen Gruppe von Galaxien, also der sogenannten lokalen Gruppe, noch überschaubar ist, wird es schwer bei benachbarten Galaxien bzw. Galaxiengruppen. Nur um mal eine Einschätzung zu geben: Leo 1 wurde ca. 1950 entdeckt auf Fotoplatten, also wirklich chemischen Fotoplatten des Mount Palomar Observatory. Diese Fotoplatten sind das, was wir heute als DSS, also Digitized Sky Survey, kennen. Das ist das, was bei jeder Planungssoftware so im Hintergrund zu sehen ist. Diese Tiefe erreicht heute gefühlt jeder Anfänger, der, was weiß ich, ein Jahr Astrofotografie macht. Zwerggalaxien in anderen Systemen werden heute aber auch von Amateuren entdeckt. Aber nicht nur das, es sind derzeit so knapp über 60 Zwerge in der lokalen Gruppe, also in unserer Galaxiengruppe, bekannt. Und eine, nämlich die Canis Major Zwerggalaxie, die wurde erst 2003 entdeckt. Das heißt, auch hier können Amateure immer noch einen Beitrag leisten. Es ist also nicht unmöglich, auch in unserer lokalen Gruppe noch Zwerggalaxie zu entdecken. Für uns schwierig wird es mit Zwergen, die entweder sehr nah an der Milchstraße stehen oder natürlich die, die dahinter stehen. Die dahinter stehen, die können wir eigentlich im Optischen gar nicht bemerken oder fotografieren oder nachweisen. Und sehr nah an der Milchstraße dran ist zum Beispiel die Sagittarius-Dwarf- oder Zwerggalaxie. Und für mich ist dieser Zwerg sehr faszinierend, denn er linst so ein bisschen im Sternbild Schütze etwas unten aus der Milchstraße heraus.
wurde übrigens auch erst 1994 entdeckt. Wenn man auf der Südhalbkugel ist, ist genau das ein Bereich, den man sehr gerne fotografiert, denn dort befindet sich ein super schöner, toller, dunkler Nebel und auch ein Kugelsternhaufen M54. Dieser gehört nachweislich nicht zu unserer Galaxie, zu der Milchstraße, sondern zum Sagittarius Dwarf. Ich habe hier schon eingeblendet mal die Position des Sagittarius Dwarf. Das kann man nachweisen mit der Gaia-Mission, mit dem Gaia-Weltraumteleskop. Und da erkennt man hier, dass dieser Fortsatz unten aus der Milchstraße rausguckt. Und mir ist der fotografische Nachweis bisher nicht gelungen, dieser Dwarf-Galaxie. Und es ist aber auch fragwürdig, ob das überhaupt möglich ist. Für mich wäre das ein absoluter Traum, dieses Objekt einmal fotografisch nachzuweisen. Jetzt aber zurück zu Leo 1. Wenn ihr Leo 1 fotografieren wollt, dann hier mal ein paar Tipps. Ihr benötigt nicht zwangsläufig ein großes Teleskop, um die Galaxien Einzelsterne aufzulösen vielleicht, aber um sie als milchiges Wölkchen zu fotografieren, reicht auch zum Beispiel ein 8 Zoll Newton oder ein 4 Zoll APO. Und sogar mit noch kleineren Teleskopen ist es leicht möglich, diese Galaxie zu fotografieren. Auch ist die Galaxie nicht so leuchtschwach. Es ist zwar kein Sternhaufen oder Kugelsternhaufen, aber ich sage mal, 4 bis 5 Stunden Belichtungszeit sollten locker reichen. Mehr ist natürlich immer besser, aber das sage ich ja ständig. Die größte Schwierigkeit besteht aber im hellen Regolus. Dieser überstrahlt schnell alles. Und was mir in den letzten Jahren immer krasser aufgefallen ist, ist, wie zum Beispiel Dunst oder feinste Partikel in der Luft das Halo eines hellen Sterns im ganzen Bild verteilen können. Das fällt auf natürlich durch die heutigen Techniken des Sterneentfernens. Wenn man die Sterne entfernt, dann sieht man nämlich ganz schnell, was Sache ist und wie weit so ein Halo, vor allen Dingen von blauen Stern, ja, über das ganze Bild suppen kann. Also sucht euch eine Nacht aus mit sehr wenig Luftfeuchtigkeit und möglichst geringem Pollenflug oder Sahara-Staub oder was auch immer da gerade in der Luft ist, was Licht streut. Leider ist genau das im Frühjahr gerne mal nicht gegeben. Und was das Teleskop angeht, alles, was irgendwie zu Streulicht führt, sollte eliminiert werden. Eine gute Schwärzung des Tubus, der Streulichtblende und aller optischen Oberflächen sollte gegeben sein. Und damit meine ich nicht nur Spiegel und Linsen, die man irgendwie am Rand bearbeiten soll mit entsprechenden Lacken oder ähnlichem, sondern vor allem auch Metallflächen in Adaptern, Korrektoren oder Off-Axis-Guidern. Alles, was irgendwie auch nur ein bisschen Licht reflektiert, würde euch hier ja ins Verderben führen. Ach ja, und wie immer der Hinweis, Galaxien sind kontinuierliche Strahler und keine Emissionsstrahler wie Gasnebel. Also bitte keine Filter verwenden. Zu den Exoten dieses Monats, und da habe ich mir für dieses Jahr oder für diesen Monat einen Exoten rausgesucht, den habe ich euch im vergangenen Jahr schon mal gezeigt. Das ist EGB6, ein planetarischer Nebel, der extrem schwer zu fotografieren ist. Und ja, ich habe extra nochmal dann geschaut. Ich habe das letztes Jahr im März geschaut und ich habe mir dann daraufhin nochmal die Himmelsvorschau für April angeschaut, um zu gucken, ob irgendjemand dort der Aufforderung gefolgt ist und EGB6 mal fotografiert hat. Aber zumindest in April waren keine Laserbilder dabei. Ich habe jetzt nicht die Mai-Vorschau geguckt, ob es da jemand gemacht hat. Aber ja, deswegen wiederhole ich hier dieses Objekt nochmal. EGB6 ist ein super schwer zu fotografierender planetarischer Nebel, befindet sich im Sternbild Löwen und ist ein wirklicher Exot. Es gibt ultra wenige Aufnahmen und die Aufnahmen, die ich gefunden habe, die sehen teilweise wirklich fürchterlich aus. Ich erinnere mich gut, dass ich das letztes Jahr auch schon gesagt habe, weil die so extrem bearbeitet wurden, weil das Ding so lichtschwach ist, und dann ja konnten viele oder die Astrofotografen, die es versucht haben, dann nicht widerstehen, da mit entsprechenden Bildbearbeitungstechniken zu versuchen, alles rauszuquetschen. Das sieht dann immer sehr unnatürlich aus und gefällt mir persönlich äußerst schlecht, sage ich hier mal ganz offen und ehrlich. Und Adam Block, der hat es eigentlich sehr schön hingekriegt. Und was er aber gemacht hat, ist, er hat gar keine Schmalbandfilter benutzt, was ich euch dringend empfehlen würde. Also hier mit H-Alpha und O3 zu fotografieren, würde ich euch dringendst empfehlen. Er hat es ausgerechnet nicht gemacht und hat eine sehr tiefe Aufnahme trotzdem hinbekommen. Also ihr könnt es auch ohne Schmalbandfilter versuchen, dann ja
haut rein, was die Belichtungszeiten angeht, sucht euch ein richtig, richtig dunkles Plätzchen. Also, von diesem Nebel darf es gerne mehr und bessere Aufnahmen geben. Und ja, ich würde euch den Tipp geben, hier eher es nicht wie Adam Block zu machen, sondern eher mit Schmalbandfiltern, vor allen Dingen O3 und H-Alpha zu versuchen. Und dann, ja, wie soll ich sagen, viel Glück dabei oder viel Erfolg, und man benötigt einfach ein paar klare Nächte mal im Frühjahr hintereinander unter dunklem Landhimmel, damit das geht. So, jetzt kommen wir wieder zu so einem Exoten, auf den ich eher durch Zufall gestoßen bin bei meiner Recherche. Ich gucke mir immer vorher an, so die Gegend, wo ich meine Himmelsvorschau mache, ja, die Sternbilder, und gucke, was ist denn da so los, und surf so ein bisschen auf der Seite sky-map.org rum. Und da ist mir etwas ins Auge gefallen. Eigentlich sind mir zwei Dinge ins Auge gefallen, aber das andere ist auch so eine Sternkonstellation. Aber ich konzentriere mich jetzt mal auf diese Sternkonzentration hier. Und das ist eine Reihe von Sternen, ja, die auf einer Linie liegen. Und das sieht sofort merkwürdig aus. Oder ja, man erwartet nicht, dass Sterne so wirklich symmetrisch angeordnet sind. Gibt es aber immer wieder am Himmel solche Dinge. Man bezeichnet grundsätzlich Sterne, die jetzt nicht in irgendeiner Form assoziiert sind, also einen Sternhaufen bilden oder so, als Asterismus. Ja, also das hier ist ein Asterismus im Sternbild Sextant. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe geschaut, gibt es da eventuell eine Bezeichnung oder so, und bin tatsächlich fündig geworden und habe die Bezeichnung Lorentzin 23 für dieses Objekt gefunden. Ich werde euch unter dem Video mal zwei Links zeigen, und dieser Herr Lorentzin war scheinbar auch ein Amateur, nicht Astrofotograf, aber Amateurastronom. Und der hat wohl einen Katalog erstellt, einen eigenen Katalog. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wissenschaftlich von Relevanz oder wurde auch nicht wissenschaftlich veröffentlicht. Aber er hat einfach mal eine Liste gemacht, ja, so wie das damals Messier auch gemacht hat. Ich mache einfach mal eine Liste mit Objekten, hat die durchnummeriert. Und das sind eben solche Sternkonstellationen, die ihm aufgefallen sind, die er beobachtet hat. Lorentzin 23 ist jetzt kein total schweres Objekt zu fotografieren. Ich würde mal schätzen, dass man hier mit einem relativ kleinen Teleskop, sagen wir mal, einem kleinen APO oder einem kleinen Newton, ich würde mal schätzen, dass so der Sweet Spot ungefähr bei einem 8 Zoll Newton oder bei einem 3 oder 4 Zoll APO liegt. Damit könnte man dieses Objekt schon schön belichten. Man braucht auch nicht die Wahnsinnsbelichtungszeiten. Ja, eine Stunde würde da schon reichen. Mehr ist natürlich immer besser. Aber auch hier würde ich es nicht übertreiben. Ich erwarte nicht, dass da im Hintergrund noch irgendwas Tolles auftaucht. Aber es ist vor allen Dingen für die Leute, die jetzt nicht so ein Riesenteleskop haben, vielleicht ein ganz nettes Objekt. Ich finde sowas spannend. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr dieses Objekt fotografiert, dann, wenn ihr nicht die Ersten seid, die überhaupt dieses Objekt fotografiert haben, dann seid ihr auf jeden Fall in den Top 10 der Leute weltweit, die von diesem Objekt ein Foto gemacht haben. Also, haut mal rein. Ist jetzt nicht ein spektakuläres Objekt, keine Galaxie, kein planetarischer Nebel oder so, sondern nur in Anführungszeichen eine Sternkonstellation. Aber dafür einzigartig. Ihr wisst ja, dass wenn Galaxien Saison ist, dann sehen wir nicht nur raus aus der Milchstraße die ja uns relativ nahen tollen Galaxien, ja, die ich unter den Klassikern vorgestellt habe, sondern man kann ziemlich tief in den Weltraum hinausschauen, und dort offenbaren sich ganz große Cluster, Anhäufungen von Galaxien, sogenannte Galaxienhaufen oder Galaxiencluster. Und in Richtung des Sternbilds Sextant oder Löwe oder kleiner Löwe oder großer Wagen oder Schlange oder was es da auch immer gibt in der Richtung, da könnte ich euch Dutzende von solchen Galaxienhaufen zeigen. Diesen Galaxiencluster, den ich mir für diesen Monat oder für dieses Jahr besser gesagt ausgesucht habe, das ist der Leo Galaxy Cluster oder Abel 1367. Und ich habe euch hier mal eine Aufnahme mitgebracht. Ich glaube, ich habe sie schon mal gezeigt, von Bar Del Zerd oder Del Zerd. Ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Ist ein Astrofotograf
aus Belgien, von dem ich schon häufiger Bilder hier gezeigt habe. Und dieses Teleskop, mit dem er das aufgenommen hat, das ist ein sogenannter Dream Astrograph. Das ist ja ein 16 Zoll. Ich glaube, das sind Newton-Teleskope. Das sind sehr, sehr, sehr hochwertige Astrographen. Ich weiß aber nicht, ob die noch gebaut werden. Ich glaube, es gibt nicht so viele davon in der Welt. Und natürlich irgendwie hat er dann auch mit Belichtungszeit nicht gespart, wobei 6 Stunden 30 noch relativ moderat sind. Aber ich glaube, es ist eine Remote-Aufnahme aus Südfrankreich, wenn ich da richtig informiert bin. Und man sieht einfach in solchen Galaxy-Clustern ja diese unzähligen Galaxien. Und ich habe das vorhin ja schon mal erwähnt. Dem Anfänger fällt es jetzt vielleicht schwer zu unterscheiden zwischen Galaxien und Sternen, dieses ganze Gewusel da. Man sieht das natürlich teilweise sehr eindeutig, auch bei kleineren Galaxien. Und was aber immer verräterisch ist, das ist die orange-rotene Farbe oder rote Farbe von diesen Hintergrundgalaxien, die einfach rötlich erscheinen aufgrund der sogenannten Rotverschiebung. Ja, wie gesagt, ich hätte unzählige Galaxiencluster heraussuchen können. Für anspruchsvolle Astrofotografen sind das tolle Objekte und gerade jetzt im Frühjahr auch lohnen. Für Leute, die jetzt nicht die Riesenteleskope haben, auch wenn das hier ein 16 Zoll Astrograph war, aber gerade im Bereich Übersichtsaufnahmen kann man über entsprechend lange Belichtungszeiten tolle Übersichtsaufnahmen von Galaxy-Clustern oder Galaxienhaufen machen. Also damit verabschiede ich mich jetzt. Es kommen jetzt noch selbstverständlich die Laserbilder und wie gesagt, im nächsten Monat im April gehen wir ins vierte Jahr mit der Himmelsvorschau hier. Und hinterlass mir doch einfach mal einen Kommentar, sei es ein Lob oder ein Dank oder das schreiben die meisten oder auch Anregungen, was man mal anders machen könnte für die Zukunft. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.